Das ist die Kartenidentität, haben wir ja gar nicht. Oh doch. Standard. Terlax Prag, Sicherheitsstufe Notiz. Martin Peter, Elektriker. Suchen. Der Sohn des Schalterbeamten ist also wirklich ein Dieb. Mal sehen, ob sich das ändern lässt. Der Sohn des Sch mal sehen, ob's der Sohn des Schalterbeamten mal sehen, ob sich okay, das hört man. Ich habe den Daten über den Diebstahl per Dialog gelöscht, hoffe, du weißt, der Schaltefuzzi das zu schätzen. Zurück. Mal schauen, ob er wirklich gelöscht ist. Tierlux. Stufe 2. Na gut. Ja. Gut. Jetzt haben wir das gelöscht. Jetzt gehen wir zu ihm gehen. Zu dem Büro, Heine. Der Fall ist erledigt. Ihr Sohn hat wieder eine weiße Weste. Wie bitte? Wovon reden Sie? Bei dem Text. Beschuldigung, Erpressung. So läuft das nicht. Erst wollen Sie, dass ich Ihnen helfe, und jetzt tun Sie so, als würden Sie mich nicht kennen? Die Welt ist schlecht, was? Android? Mistkerl. Dafür werden Sie irgendwann bezahlen. Irgendwann vielleicht. Aber bis jetzt läuft alles bestens. Verhaftet ihn! Tja, das passiert. Das passiert, wenn man einen Fehler macht. Du bist gestorben. Kannst deine Fehler korrigieren. Das passiert. Der Fall ist erledigt. Ihr Sohn hat wieder eine weiße Weste. Wie bitte? Wovon reden Sie? Wetten im Text. Sie wissen schon, das Problem, das es nicht gibt. Das Problem, das es nicht gibt. Ja, stimmt genau, es gibt kein Problem. Wiedersehen. Wir hatten eine Abmachung. Nicht, dass ich wüsste. Hören Sie, ich will nicht mit Ihnen streiten. Ich denke, wir waren in einer ähnlichen Situation, oder? Mag sein, aber jetzt sind wir es nicht mehr und ich kann Sie abservieren. Und wissen Sie was? Ich muss es sogar tun. Android? Mistkerl, dafür werden Sie irgendwann bezahlen. Irgendwann vielleicht. Aber bis jetzt läuft alles bestens. Verhaftet ihn! Dieser Typ ist echt lustig. Aber jetzt spielen wir es ernst. Der Fall ist erledigt. Ihr Sohn hat wieder eine weiße Weste. Wie bitte? Wovon reden Sie? Ihr Sohn, Theolex, Endora, schon vergessen? Treiben Sie Spielchen mit mir, Sir? Bis jetzt spielt hier nur einer, Freundchen. Ich denke, Sie irren sich. Sie sollen nicht denken, sondern sich erinnern. Ich wüsste nicht, woran. Verschwinden Sie. Tja, dann muss ich wohl mal mit Ihrem Boss reden. Was? Sind Sie verrückt? Die Androiden werden Sie töten. Die waren bei Theolex auch kein Problem. Und wenn man bedenkt, was das Management von Ihnen hält, werden Sie mir jedes Wort abkaufen. Okay, Sie haben gewonnen. Ich regle alles mit Endora. Und jetzt verschwinden Sie. Danke. War nett, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Raus hier, verdammt!
Wenn es irgendwelche Dokumente über die Baustelle gibt, dann hier. Ich habe sie vor allzu langer Zeit selbst gesehen. Damals in der Rechtsabteilung. Nicht schlecht, der Raum. Die Baustellenunterlagen sind in dieser Wohnwagen. Ich muss sie finden. Nicht schlecht. Schon wieder zwei Computer. Mal schauen, was wir da haben. Baupläne. Dummerweise nicht vom richtigen Gebäude. Ich nehme nur die Pinnwandnadeln. Sonst brauche ich nichts. Pinnwandnadel. Was haben wir da noch? Regal. Heizkörper. Ich soll namenlos die Dokumente der Baustelle besorgen, auf der ich gearbeitet habe. Aber ich sehe nur leere Akten, Bücher und eine abgesperrte Schublade. Da müssen sie drin sein. Da sind keine Dokumente. Und die Schublade geht nicht auf. Na ja, dann. Schauen wir mal ins Datenbank. Ist da irgendwas Neues? Das ist der Rex, neues Prüfsystem, Beschäftigungsquote. Da mal. Zurück. Statt des Staates, Industriegebiet. Da steht nicht wirklich was. Oder nicht? Ja, Staat der Hauptbahn. Ja. Steht nicht wirklich was. Das sind die Computer. Ausgeschaltet. Aber das würde ohnehin zu lange dauern. Ich könnte die Tastatur mitnehmen, wenn ich sie bräuchte. Ausgeschaltet. Schublade. Was ist das? Sieht aus wie die Universalschlösser, die Endora fast überall einsetzt. Man muss Pinnwandnadeln in das runde Teil stecken. Abhängig davon, wie sich das Schloss bewegt, fallen die Nadeln raus oder nicht. Zu dumm, dass ich die Reihenfolge nicht weiß. Diese Lebensspiele. Naja, da werden wir jetzt einmal die Pinnwandnadel einmal einstecken. Warte mal, man muss sich das jetzt einmal so vorstellen. Norden, Süden, Westen. Also Norden, Osten, Süden, Westen, wie gehabt. Vorstellen. Das heißt, wir werden einmal da eine stecken. Dann da Süden. Ja, und Südosten. Ja. Das war einmal eine, nicht alle. Pinnwandel entnehmen. Ja. Das heißt faktisch, man muss jetzt Südosten platzieren, da, und Südwesten, bei Westen ist jetzt da, ja, wieder beide entnehmen, ja, Nordosten, man muss sich das jetzt da vorstellen, da wäre Norden, ja, ja. Und da ist Osten. Ja. Also da.
Norden, Osten, Süden ist ja ganz klar, das Süden ist da. Süden ist da und Nordwesten, Westen war da in etwa und da ist Norden. Norden ist ein bisschen drüben, also nördlich, da drüben. Das heißt praktisch dann da. Voila! Fertig! War gar nicht so schwer. Voila. So, das wär's. Jetzt aber nichts wie weg hier. Die Endora-Unterlagen. Gut, wir brauchen das eigentlich nicht. Das war's eigentlich. Gut, das heißt, da werden wir jetzt einmal kurzfristig hochspeichern. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden, wenn man da ein bisschen ausspeichert. Ja, jetzt gehen wir da raus. Oh oh. Ich hab die Dokumente. War nicht leicht, sie zu beschaffen. Tja, dachten Sie, für den Widerstand zu arbeiten wäre einfach? Nein, aber bei Endora unterzukommen war ein hartes Stück Arbeit. Außerdem haben die auf mich geschossen. Gewöhnen Sie sich dran. Es wird noch schlimmer. Wir sind im Krieg, nicht im Kindergarten. Okay, aber ich brauche eine Pause. Sind die Dokumente wenigstens nützlich? Schon, aber leider sind sie unvollständig. Ein Teil der Dokumente fehlt. Wie kann das sein? Ich hab doch alles mitgenommen. Der Teil über das Gebäude selbst fehlt. Das hier ist nur eine Einführung. Und wo ist dann der Rest? Vermutlich auf der Baustelle. Im Büro des Bauleiters. Versuchen Sie dort Ihr Glück. Um diese Uhrzeit? Im Moment komme ich bestenfalls bis ans Tor. Keine Sorge, das kann bis morgen warten. Sie sehen müde aus. Schlafen Sie ein bisschen. Das wollte ich hören. Obwohl, da wäre noch etwas. Was denn? Die hätten mich auf der Flucht fast geschnappt. Haben Sie aber nicht, oder? Nein, diese Frau hat mir geholfen. Die Frau aus dem Video des Professors. Die Mörderin. Was? Was wollte sie dort? Wie hat sie Ihnen geholfen? Sie hat sie abgelenkt, als sie das Feuer auf mich eröffnet haben. Als hätte sie nur darauf gewartet. Dann ist sie weggelaufen. Aber ich habe sie erkannt. Okay. Hören Sie mir jetzt gut zu. Diese Frau ist gefährlich. Sie wird auch versuchen, Sie zu töten. Vermutlich weiß sie inzwischen, dass Sie für uns arbeiten. Gehen Sie nach Hause. Ich überlege mir etwas. Halten Sie die Augen offen und kommen Sie morgen früh wieder her. Komisch. Als ich die Mörderin erwähnte, war namenlos verdächtig nervös. Ob er Angst hat, mir könnte etwas zustoßen? Aber wenn diese Frau mich wirklich töten will, warum hat sie mir dann bei Endora den Arsch gerettet? Vielleicht ist sie auch nicht die Mörderin. Egal. Morgen bin ich schlauer. Ich sollte mit Tom reden. Er zeigt es nicht, aber er macht sich Sorgen um mich. Hey Tom, machst du schon zu? Ich? Natürlich. Es ist spät oder früh? Es wird bald hell. Sieht nach einem warmen Tag aus. Ja. Willst du jetzt mit mir übers Wetter reden oder was? Hey, ich wollte nur noch mal reinschauen, bevor ich ins Bett gehe. Für einen Arbeitslosen bist du ja mächtig beschäftigt. Apropos, was hast du denn den ganzen Tag getrieben? Keine Sorge, ich habe mir keinen Ärger eingehandelt. Ich wünschte, es wäre so. Es heißt, die Androiden haben Andy einkassiert. Was? Dieser Idiot. Ich dachte mir schon, dass sie ihn verhaftet haben, als er nicht mehr am Tor stand. Und es war offensichtlich etwas Ernstes. Ich habe nämlich versucht, ihn ein letztes Mal rauszuholen. Aber keine Chance. Nicht mal mit meinen Verbindungen.
Vielleicht schadet es ja nicht, wenn sie eine Weile wegsperren. Dann kommt er wieder runter und wie ich ihn kenne, passiert ihm auch sonst weiter nichts. Falls er lebend rauskommt. Vielleicht sollte ich mal mit meinen Kontakten reden. Bist du jetzt etwa doch zum Widerstand gerannt? Tut mir leid, ich musste es tun. Okay, Richard, ich warne dich, solange es noch geht. Der Widerstand ist anders, als du denkst. Menschen sterben und wissen oft nicht einmal, warum. Ein Einzelner kann unmöglich etwas erreichen. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube dir ja, aber ich musste es versuchen. Es muss doch eine Alternative geben. Es ist spät. Ich mach jetzt dicht. Tut mir leid. Irgendwie ein Wahnsinn, der Kerl. Irgendwie ein Wahnsinn, der Kerl. Irgendwie ein Wahnsinn, der Kerl. Ich hau mich aufs Ohr. Ich bin todmüde. Wo kommt das denn her? Komisch. Die Tür war abgesperrt. Alles, was Sie zu wissen glauben, sind Lügen. Wenn Sie die ganze Wahrheit interessiert, kommen Sie in die Wohnung des Professors. Schnell. Alles, was Sie zu wissen glauben, sind Lügen. Wenn Sie die ganze Wahrheit interessiert, kommen Sie in die Wohnung des Professors. Schnell. Jetzt könnte es interessant werden. Ich glaub's nicht. Was soll das denn jetzt? Egal. Das Bett muss warten. Mal schauen. Ach komm, machen wir das auch noch. Egal. Machen wir heute ein längeres Video. Ach komm. Ja, es ist nämlich so, der... Die Mühe hätte ich mir sparen können. Scheint kein Mensch hier zu sein. Es ist ja so, das ist auf Tage aufgeteilt. Vielleicht wartet sie ja drin. Nein, ich warte hier. Sie? Mörderin! Sie haben Petrenko getötet und den Verdacht auf mich gelenkt. Langsam! Wollen Sie die Wahrheit hören oder mich beschuldigen? Sie kennen ja noch nicht mal alle Fakten. Das mag schon sein, aber was ich weiß, reicht mir. Ach, und von wem wissen Sie es? Namenlos hat sie bestimmt genauso belogen wie alle anderen. Dieser Mistkerl. Was? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sparen Sie sich das. Mann, Sie wollten sich dem Widerstand anschließen und haben den erstbesten Köder geschluckt. Hatten Sie nie das Gefühl, dass alles viel zu einfach ist? Von wegen einfach. Außerdem frage ich mich, warum ich hier mit einer Mörderin stehe, die mir ihre Tat in die Schuhe schieben wollte. Ich bitte Sie. Namenlos wusste von Anfang an, dass Sie es nicht waren. Er brauchte nur jemanden für die Drecksarbeit. Warum hat er mich dann beschuldigt? Das ergibt keinen Sinn. Er wollte Sie vermutlich testen. Sie sind ein perfektes Opfer für ihn. Und Sie sind weder sein erstes Opfer, noch sein letztes. Was? Wieso? Und wer sind Sie, dass Sie mir hier Vorträge halten? Richard, 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 kapieren Sie es immer noch nicht? Woher kennen Sie meinen Namen? Richard, ich weiß sehr viel über Sie. Wir beide sind uns nämlich ziemlich ähnlich. Was soll ich denn jetzt machen? Hören Sie, ich habe Sie nicht ohne Grund bei Endora eingeschleust. Ich gebe zu, Sie waren gut. Aber ohne meine Hilfe würden Sie jetzt vermutlich nicht hier stehen. Warum sollte ich Ihnen glauben, dass Sie mir geholfen haben? Es war nicht leicht, bei Endora reinzukommen. Und es war allein mein Verdienst. Sonst war niemand da. Wofür sollte ich Ihnen also danken? Okay. Abgesehen davon, dass ich Ihnen den Arsch gerettet habe, wie sind Sie wohl bei Theolex reingekommen? Okay, das war erstaunlich einfach. Aber sagen Sie nicht, dass Sie das eingefädelt haben. Nicht ich alleine, sondern der Widerstand. Der echte. Aber das kann nicht sein. Doch, Richard. Sie haben sicher viele Fragen. Aber das hier ist nicht der Ort, um sie zu beantworten. Tolle Wohnung. Und ich dachte, meine Bude wäre runtergekommen. Das ist nicht meine Wohnung. Ich schlafe hier nur. Ich kann nie lange an einem Ort bleiben. Ich denke, Sie schulden mir ein paar Antworten. Finden Sie nicht? Deshalb sind wir hier. Fragen Sie. Okay. Ich hätte da tatsächlich eine Frage. Sie kennen meinen Namen. Aber ich weiß nicht, wie Sie heißen. Andrea Raschkova. Schön, Sie kennenzulernen.
Aber Sie haben doch sicher noch andere Fragen, oder? Tja, das haben wir, mir brummt der Schädel. Ich frage mich, warum haben Sie Petrenko getötet? Dafür entschuldige ich mich. Weder ich noch der Professor wollten, dass Sie verdächtigt werden. Auch der Professor nicht? Was für eine Scheiße läuft denn hier? Einige Mitglieder des Widerstandes müssen auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Ob es ihnen passt oder nicht. Was den Professor angeht, tja, der war auf allen Hochzeiten. Er hat den Widerstand unterstützt und gleichzeitig für Endora, Teolex und den Staat gearbeitet. Aber mir ist immer noch nicht klar, warum er deshalb sterben musste. Sie wissen doch sicher, dass Professor Petrenko Teolex gegründet hat und an der Entwicklung des ersten Androiden am Modell Michael maßgeblich beteiligt war. Das war der Grundstein für seinen Erfolg. Aber nach dem Krieg hat sich Teolex verändert. Plötzlich wurden die Androiden als Soldaten zur Unterdrückung der Menschen eingesetzt. Das hatte der Professor nie gewollt. Die Führungsetage hatte keine Verwendung mehr für ihn. Sie haben ihn zum Ehrenvizepräsidenten des Unternehmens ernannt. Er hatte keinerlei Befugnisse mehr und wurde in die Slums abgeschoben. Er durfte nur noch an Dingen arbeiten, die sie selbst nicht umsetzen konnten. Seitdem hat er kein einziges Projekt konzipiert, geschweige denn geleitet. Er durfte nur noch Teilaspekte bearbeiten. Also hat er begonnen, dem Widerstand zu helfen. Nur ein bisschen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Bis einige Ingenieure von Endora bei ihm auftauchten. Sie zeigten ihm Skizzen eines seltsamen Geräts und wollten, dass er ihnen die Technologie dahinter erklärt. Anfangs zögerte er noch. Denn wenn Endora etwas will, ist es in aller Regel etwas Großes. Aber dann hat er sich die Skizzen doch angesehen. Vor allem wegen des Widerstandes. Er hat uns ständig auf dem Laufenden gehalten. Leider hat er nicht viel rausgefunden. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wenn der Staat ihn getötet hätte, okay. Aber warum Sie? Er hat dem Widerstand doch geholfen, oder nicht? Was für eine Technologie war das? Gute Frage. Der Professor hatte keine vollständige Beschreibung und Endora vermutlich auch nicht. Er hat uns lediglich über ihre nächsten Schritte informiert. Zum Beispiel, dass sie auf den Baustellen in und um Prag etwas suchen würden. Er hat uns nicht verraten, was. Und vielleicht wusste er es selbst nicht. Bis er mich gestern Nachmittag angerufen hat. Er hat mir erzählt, dass er die Technologie endlich verstehe. Er sagte, sie sei gefährlich und dürfe nicht in die falschen Hände geraten. Vor allem nicht in die Hände von Endora. Laut dem Professor ist es aber keine Waffe, sondern etwas viel Schlimmeres. Etwas Schlimmeres? Aber wir werden nie erfahren, was es ist, weil es der Professor so wollte. Er hat gehofft, dass es noch nicht zu spät ist und niemand außer ihm das Rätsel gelöst hat. Er sagte, er müsse verhindern, dass jemand anderes das Geheimnis lüftet. Aber er konnte es selbst nicht. Also bat er mich, ihm zu helfen. Soll das heißen, der Professor wollte, dass sie ihn töten? So ist es. Was? Und das soll ich glauben? Andererseits macht es durchaus Sinn. Als ich das erste Mal bei ihm war, wirkte der Professor irgendwie ängstlich, als würde er auf jemanden warten. Ja, er hat auf mich gewartet. Ich habe sie gesehen und gewartet, bis sie wieder weg waren. Und dann habe ich den Professor getötet. Er meinte noch, ich würde ihm helfen zu vergessen, für immer. Er war einfach zu gefährlich, für uns alle. Endora hätte ihn jederzeit zum Reden bringen können. Da haben Sie wohl recht. Als ich wiederkam, war die Polizei schon da. Und sogar ein Detective. Das hat mich überrascht. Zumal sie bei anderen Morden in der Regel nicht mal die Leiche wegschaffen. Ja, das war seltsam. Hat mich auch gewundert. Vermutlich ist der Staat auch hinter dieser Technologie her. Und das ist ganz und gar nicht gut. Der Professor kann zwar nichts mehr sagen, aber ich fürchte, er hat sich umsonst geopfert. Warum? Hat er Notizen oder Skizzen hinterlassen? Nein, aber wie es aussieht, forscht Endora jetzt ohne ihn weiter. Und wenn sich selbst jemand wie namenlos für den Tod des Professors interessiert, wollte wohl nicht nur Endora die Technologie in die Finger kriegen. Ja, fragen wir es einmal. Wer ist namenlos, wenn er schon nicht zum Widerstand gehört? Namenlos ist einer der besten Agenten des Staates. Niemand weiß etwas über diesen Mann. Er kam erst vor kurzem aus der ehemaligen Sowjetunion nach Prag. Er ist perfekt ausgebildet. Angeblich versucht er, den Widerstand auszurotten, indem er ausgewählte Familien ermordet. Aber einmal hat er versagt. Wahrscheinlich ärgert ihn dieser eine Fehler bis heute. Jedenfalls lässt er seitdem nichts unversucht, um den Widerstand zu vernichten. Warum hat er mich dann nicht getötet? Das gehört zu seiner Strategie. Er macht sich nicht die Hände schmutzig, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Sie haben die Gefangenen in den Lagern gezwungen, ihre eigenen Gräber zu schaufeln. Namenlos muss niemanden dazu zwingen. Seine Opfer schaufeln sich ihre Gräber freiwillig. Er sucht sich irgendeinen armen Kerl und sagt, er möchte ihm helfen.
Dann überredet er ihn, den einen oder anderen Auftrag für den Widerstand zu erledigen. Aber in Wahrheit schaufelt sich das Opfer sein eigenes Grab und am Ende bekommt irgendwie eine Kugel in den Kopf. Es ist immer dieselbe Geschichte. Aber er wollte, dass ich mehr über Endora rausfinde. Ich habe nur Informationen gesucht, die ich selbst finden wollte. Das heißt, dass nicht einmal der Staat genau weiß, was Endora plant. Sie kamen für ihn vermutlich gerade richtig. Wo ist der wahre Widerstand? Und wo ist der echte Widerstand? Wie kann jemand wie ich Kontakt zu ihm aufnehmen? Gar nicht. Entweder der Widerstand kontaktiert Sie oder Sie haben Pech gehabt. Die meisten Leute halten den Widerstand für eine Organisation mit unzähligen Mitgliedern, die ständig geheime Treffen organisieren. Aber das ist Quatsch. Kein Mitglied des Widerstandes kennt mehr als 2 oder 3 andere. Das ist das Geheimnis unserer Stärke. Aber der Staat wehrt doch ständig Angriffe des Widerstandes ab. Ich habe einige Schlachtfelder selbst gesehen. Sie waren übersät mit Leichen und zerstörten Androiden. Diese Berichte sind meistens erfunden. Aber Sie haben recht. Hin und wieder gibt es tatsächlich Kämpfe. Aber nicht mit dem wahren Widerstand. In der Regel schließen sich ein paar Leute zusammen, um Widerstand zu spielen. Und kommen unter die Räder. Und was machen Sie dann? Jeder von uns erledigt von Zeit zu Zeit einen Auftrag. Aber nur ein paar von uns kennen die genauen Hintergründe. Und woher wissen Sie, dass Sie nicht auch manipuliert werden? Wir hoffen alle, dass dem nicht so ist. Zumal einige unserer Aktionen recht gut gelaufen sind. Die Verschiebung der Viertelgrenzen zum Beispiel. Seitdem gibt es hier in den Slums eine vernünftige Klinik. Das war das Werk des Widerstandes? Aber die Grundlage war doch eine staatliche Entscheidung, oder nicht? Ja, richtig. So sollte es aussehen. Tja, der kleine Blosch. Ich komme da nicht mit. Das ist alles ziemlich verwirrend. Endora hat Skizzen von einem wertvollen Gerät, das auf irgendeiner unbekannten Technologie basiert. Also haben sie Petrenko um Hilfe gebeten, der das Geheimnis nach einiger Zeit lüften konnte. Er hielt das Ganze für zu gefährlich und hat es vorgezogen zu sterben, damit niemand in den Besitz der Technologie gelangt. Ja, genau. Okay, aber welche Rolle spielt der Staat dabei? Was ist das für eine Technologie, dass sich jeder dafür interessiert? Keine Ahnung. Aber eins steht fest, sie werden alle nicht darauf verzichten. Auf ihre Art werden sie alle versuchen, sich die Technologie unter den Nagel zu reißen. Der Staat wird seinen Geheimdienst einsetzen, Endora investiert in die Forschung und Theolex wird auch nicht untätig bleiben. Was, Servus? Ich fasse nochmal zusammen. Endora hat Skizzen von einem wertvollen Gerät, das auf irgendeiner unbekannten Technologie basiert. Also haben sie Petrenko um Hilfe gebeten, der das Geheimnis nach einiger Zeit lüften konnte. Er hielt das Ganze für zu gefährlich und hat es vorgezogen zu sterben, damit niemand in den Besitz der Technologie gelangt. Ja, genau. Okay, aber welche Rolle spielt der Staat dabei? Was ist das für eine Technologie, dass sich jeder dafür interessiert? Keine Ahnung, aber eins steht fest, sie werden alle nicht darauf verzichten. Auf ihre Art werden sie alle versuchen, sich die Technologie unter den Nagel zu reißen. Der Staat wird seinen Geheimdienst einsetzen, Endora investiert in die Forschung und Theolex wird auch nicht untätig bleiben. Ich gehe jetzt lieber. Okay, ich gehe jetzt besser. Aber was soll ich machen? Ich dachte schon, Sie fragen nie. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder namenlos tötet Sie oder Sie schließen sich uns an, dem echten Widerstand. Das sind ja tolle Aussichten. Okay. Gehen Sie jetzt nach Hause, ruhen Sie sich aus. Und morgen früh tun Sie, was namenlos von Ihnen verlangt. Aber die Dokumente, die Sie finden, bringen Sie hierher. Und danach sollten Sie sich von Ihrer Wohnung fernhalten. Halten Sie sich am besten von den Toren fern und meiden Sie alle Orte, an denen Sie heute Nacht waren. Wenn Sie jemand erkennt, haben wir nämlich ein Problem. Vermutlich wird namenlos nicht sofort nach Ihnen suchen. Er denkt, Sie vertrauen ihm, aber sobald er merkt, dass Sie ihn reingelegt haben, wird er Sie jagen. Aber er hat mir die Karte gegeben. Über sie kann er mich orten. Behalten Sie sie, sonst schöpft er Verdacht. Ich gebe Ihnen morgen eine andere. Alles klar. Und danke. Gern geschehen. Wir haben Ihnen zu danken, wenn Sie uns helfen, herauszufinden, was Endora plant und worauf alle so scharf sind. Tja. Wahnsinn eigentlich. Was sind da eigentlich? Andrea? Egal. Andrea lebt wirklich von der Hand in den Mund. Sie wärmt sich den Dosenfraß von Endora auf. Ich kenne nur einen Menschen, dem das Zeug schmeckt. Und der ist nicht mehr hier. Er wurde auf irgendeinen Posten im Regierungsviertel befördert. Das gab's in der Kantine auch immer. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen. Ja, wir müssen da eigentlich zurück zur Straße.
Okay, da müssen wir jetzt... Die Mülltonne. Fluss. Flussufer. Zum Zug. Jo, dann werden wir jetzt einmal schlafen gehen. So, meine Damen und Herren, wir werden morgen weiterspielen. Gut, ciao, die Lau.